Damen und Herren, sieht ja nicht nochmal ganz klasse aus. Max Reiskirchen! Max, du strahlst doch gar nicht so richtig wie ich. Gestern habe ich es verstanden. Wir haben ihm heute schon alles Gute gewünscht. Aber heute hättest du dir gedacht, dass das so glatt im Halbfinale gegen ihn war? Nein, noch gar kein Fall. Ich wusste, dass wir ein schweres Spiel, auch ein hartes Spiel. Ich glaube, der Lars hat heute nicht gut gespielt. Zumindest nicht an seine 100% rangekommen. Und ja, es war ein gutes Spiel, den ich wieder gemacht habe. Liebe Fulgaksen! Ich glaube, ich darf nicht das sagen. Wenn dann auf einmal so, aus dem Licht, ich wusste, dass er kommt, aber wenn dann auf einmal auch mal so, der, mit dem du so offen alle gestanden hast, mit dem du so viel trainiert hast, wo alle gesagt haben, wir können es mal werden, der Nachfolger von ihm im Moment, wenn dann auch mal auf Ziel dann wieder ist, ist das Push das oder was ist das? Ja, auf jeden Fall, gibt es den Tipps, die ich glaube, das Spiel jetzt so nicht gewusst habe, und er ist ein guter Kerl und ist natürlich echt eine Motivation. Jetzt freuen wir uns über die im Endspiel. Max Reiskirchen, herzlichen Glückwunsch!